Schon sind wir live. Hier bin ich mit Okidoki. der lieben Susi, Susi Mück, Susanne Mück. Und wir wollen heute hier mal ein Live-Gespräch machen über die Frau, die alles hat. Und gibt es die überhaupt? Und kann es die geben, Susi? Was meinst denn du dazu? Ja, natürlich kann es die geben. Beziehungsweise ich muss fast so sagen, es kann gar nicht anders sein. Es ist eine logische Konsequenz. Dass eigentlich die Frau alles hat. Wir reden jetzt einfach mal über Frauen, weil... Einfach mal über Frauen, genau. Ich bin ja der Meinung, es wurde Jahrhunderte immer aus einer bestimmten Perspektive gesprochen. Jetzt sprechen wir halt mal aus der Perspektive der Frauen, weil ich auch glaube, dass das jetzt... ja, alles in einen Ausgleich kommt und deswegen ist es wunderbar, das von dieser Seite zu sehen und es ist vor allem deswegen wunderbar, weil ich selbst die Frau bin. Und es ist auch wunderbar, dass Frauen über Frauen sprechen und Männer über Männer sprechen. Genau. Und weil ich finde auch zum Beispiel, wenn eine Frau... Muss eine Frau versuchen, einen Mann zu verstehen? Muss, da kommen wir schon mal in die Tiefen. Ja. Haben wir Probleme, Männer zu verstehen? Also ich war immer der Meinung, dass ich da gar nicht mal so Probleme habe, Männer zu verstehen, wobei ich ja bekannterweise von der sexuellen Orientierung mich auch mit Frauen beschäftige, wenn man das so will. Aber ich hatte eigentlich immer einen guten, neutralen Blick auf Männer. Also ich habe das vielleicht auch ein bisschen, ich sehe das vielleicht auch ein bisschen anders, weil ich mit denen gar nicht so verstrickt bin. Aber genau, die Verstrickungen. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt alle Verstrickungen weglassen, ja, genau, und uns nach Neville Goddard orientieren und sagen, everyone is you pushed out. Genau, dann lösen sich die Grenzen sowieso auf. Auf das wollte ich auch hinaus. Ich meine, natürlich ist es so, die Menschen sind auf die Erde in irgendeiner Form gekommen, erschaffen worden, hineingedacht worden. Ein Bewusstsein hat sich Männer und Frauen ausgedacht, aber dieses Bewusstsein ist beides. Und dieses Bewusstsein, was sowohl Mann als auch Frau ist, hat sich hier halt aufgeteilt. Ich denke aber, wenn man dann wieder reingeht, à la Neville Goddard, und das Bewusstsein alles ist, es gibt nichts anderes als Bewusstsein, sind Frauen und Männer, das ist nur so eine Ausschmückung hier, so eine Erdausschmückung. Das hat aber mit dem reinen Bewusstsein gar nichts zu tun. So sehe ich das auch. Ja. Widerspricht natürlich ganz vielen Büchern, ganz vielen Philosophien, ganz vielen Ansätzen. Widerspricht eigentlich allem, was mir jeder so gelesen und gedacht hat. Es widerspricht ja auch dem, dass es zum Beispiel irgendwen da draußen gibt, der Schuld hat. Der Schuld hat, der Einfluss hat. Der Einfluss hat auf uns, auf unser Leben. Also wenn ich jetzt auf deine Frage nochmal zurückgehe, damit das klar ist, wenn ich die Frau bin, die alles hat, dann bin ich die Frau, die das Bewusstsein hat. Weil dann habe ich ja alles. Weil Bewusstsein alles ist. Genau, also ist es eigentlich unsere Geburtsintention, mit der wir hierher gekommen sind, als ein menschliches Wesen, das hier ist, um aus der Fülle zu leben und eigentlich schon mal alles hat, ja, um sich aus der Fülle quasi zu bedienen. Genau. Das Interessante ist ja jetzt halt, und so war ja auch Neville Goddard unterwegs, warum finden wir andere Verhältnisse vor? Wieso finden wir andere Glaubenssysteme vor? Wieso finden wir nicht vor, was die Wahrheit ist? Wieso kriegen wir nicht beigebracht? Also man kommt als Säugling ja relativ, wie soll ich sagen, hilflos hier auf die Erde. Man muss ja sich erstmal in die Obhut begeben von denen, die schon eine Weile da sind. Und die erzählen dir dann halt Geschichten vom Pferd, sage ich jetzt mal. Und, vom Pferd oder von Regeln? Von Regeln und von Zeug und wie die Welt hier eigentlich ist. Und irgendwann mal beginnst du halt es auch so zu sehen, weil du hast ja erstmal keine andere Information.
Und dann braucht es gerne mal, so wie in meinem Fall, ein ganzes Leben, um da so langsam dahinter zu kommen, was wirklich passiert hier auf der Erde. Und dann ist es eben interessant, wie ich merke, wie sehr ich damit strauchle, diese Glaubenssätze, die ich schon lang als Lügen und sonst was enttarnt habe, ja, seien das jetzt Frauen-Männer-Geschichten oder habe ich alles schon enttarnt. Und trotzdem funktioniert ich immer noch nach diesem alten Muster. Und das muss ein, oder das ist eben das Tolle, wenn du sagst, die Frau, die alles hat, wenn man den Weg macht zum Bewusstsein, dass ich sagen kann, ah, so ist es. Und jetzt kann ich mich selber umerziehen, damit ich die Wahrheit leben kann. Und wenn ich die Wahrheit lebe, habe ich in der Tat alles. Aber es ist die Wahrheit, es muss die Wahrheit sein. Ich war ja immer so stolz darauf, dass ich mich selber erzogen habe, weil meine Eltern mich nicht erzogen haben. Ja. Und weil ich mich so nicht erzogen fühlte, das heißt nicht in die Gesellschaft passend, weil ich ja nicht erzogen war, habe ich versucht, die Regeln der Gesellschaft zu verstehen und mich dort passend zu machen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass ich mich ja nie passend fühlte, weil ich mich ja passend machen musste. Ja, das mag so sein. Ich meine, ich habe, wenn ich jetzt von mir spreche, ich habe mich auch nicht erzogen gefühlt in diesem Sinne. Aber ich denke, dass vielleicht bei dir auch nicht unähnlich war, diese Art von Erziehung, die läuft auf einer subtileren Ebene. Die läuft ja auch so ab, dass du als Kind wie so eine Kopiermaschine durch die Welt gehst. Also so eine Art Scanner, du bist so ein Scanner. Genau. Du hörst nicht unbedingt, was die sagen. Und das geht es vielleicht gar nicht. Also diese echte Erziehung, da denken ja auch Menschen heute auch immer noch, sie erziehen ihre Kinder, weil sie ihnen das und das und das erklären. Ja? So werden Kinder nicht erzogen. Kinder werden durch das erzogen, was du ihnen vorlebst. Und zwar in Wahrheit vorlebst, weil die Kinderscanner, die sind absolute Detektoren. Die wissen genau, was ist bloß hier gelabert und was ist gelebt. Und genau. Das habe ich eben auch, ich habe das gescannt, was die gelebt haben. Und das hat mich weit weggebracht von diesem Ich bin alles und ich bin Bewusstsein. Ja. Ja, und das ist nämlich genau das. Aber dennoch bleibt halt so ein Eindruck aus diesem Scannerleben, ja, und zwar der Eindruck, ich muss immer scannen. Ja, ich muss, genau. Du hörst nie auf zu scannen, und das sind ja auch diese Sachen, wo auch ein bisschen zum Beispiel Human Design versucht, die Leute einzuteilen, aber letztendlich sind wir alle alles. Also eine Einteilung aus meiner Sicht funktioniert diesbezüglich überhaupt nicht, weil wir einfach alles sind, so oder so. Ja, ich denke, es gibt eine tiefe Sehnsucht nach diesem Scanner-Dasein, weil man hat es ja auch nicht gelernt. Du hast nicht gelernt, damit umzugehen. Was wäre denn, du wärst jetzt alles? Also du hättest die freie Wahl, du bist frei zu entscheiden, was du leben willst. Oder? Und das ist ja natürlich auch aus dem, wie ich gescannt habe und was ich geglaubt habe, war ich überfordert. Ich war ja überfordert. Ich wollte ja lieber was haben, Astrologie jetzt zum Beispiel. Also okay, ich bin Schützin, also bin ich so oder so oder so. Ah, da kann ich mich orientieren, so muss ich sein. Mhm. Das heißt, ich habe mich ja dazu auch indirekt erzogen. Und ich denke, das ist bei dem Human Design ähnlich. Also man kann sich dann einfach so eine Art Korsett kaufen oder erschaffen. Wo man dann sagt, wo man sich wieder sicher fühlt und genau, richtig. Damit ich nicht zusammenklappe, ne, unter der Last. Das kommt, dass ich auch endlich mal das Gefühl habe, ja, ich bin ja doch richtig. Ja, okay, es gibt ein Konzept, das mich versteht. Ja, genau. Und ja, weil ich auch nicht möchte oder nicht hinstehen kann, was nicht gelernt habe, zu sagen, ich bin in jedem Fall perfekt. Das geht nicht. Also muss ich irgendetwas suchen. Ah ja, ich bin perfekt, weil Punkt, Punkt, Punkt. In meiner Chart steht, ach so, dann geht das.
Aber genau. Einfach nur so zu sagen, ich bin perfekt. Aber das ist es eben, das gilt es doch zu lernen, Patricia, oder? Dafür braucht man doch hier Menschen, die einem das sagen und dich unterstützen. Du bist perfekt. Du bist eh schon perfekt. Ja. Immer schon gewesen. Du hast halt einfach eine falsche Wahrnehmung von dir gehabt. Genau. Und eine falsche Wahrnehmung auch davon, wie die Welt funktioniert. Weil du hast gedacht, du musst scannen und dich dann auf das Gescannte einlassen und reagieren. Ja, genau. Durch das Scannen hast du ja auch dir so Kategorien zurechtgelegt. Das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das darf ich auf gar keinen Fall machen. Ach so, wenn ich so mache, werde ich nicht geliebt. Kennt jeder Mensch, jede Frau. Ah, ich muss gefallen, ich muss geschmeidig sein, ich muss dienstfällig sein, ich muss gucken, dass die anderen sich wohlfühlen in meiner Umgebung. Das muss alles so sein, weil ich möchte mich ja auch wohlfühlen und ich habe ja gedacht, ich kann mich ja nur wohlfühlen, wenn ich angenommen werde. Und dann sind wir bei der Grundwunde jeder menschlichen Existenz. Bin ich wirklich angenommen, so wie ich bin? Und die ersten Scanner-Antworten meines Lebens waren, nein, so wie du bist, geht das jetzt mal nicht. Ne? Du musst mindestens so, so, so oder so sein. Und dann können wir mal drüber reden. Genau, und dieses gescannte Programm ist dann halt so oft auch das Ego, oder? Oder die Sabotage-Stimme im Gesicht, wie das viel, im Kopf, wie das viele nennen. Es ist einfach diese Information, die glaubt, dass dich gut überleben lässt. Ja, die glaubt, genau. Dass sie dazu beiträgt, dass du gut überlebst. Genau, das ist wahr. Man gibt diesen ganzen Scanner-Informationen, die du abgespeichert hast, verschiedene Namen. Ja. Das geht ja bis hin zur inneren Kindarbeit zum Beispiel. Also als mir das klar wurde, dachte ich ja auch als erstes, oh Gott, ja, jetzt bin ich halt nur mal so geprägt. Ne? Jetzt bin ich so erzogen. Was mache ich denn jetzt mit meinem inneren Kind, das immer noch, wenn man in diesem Bild bleibt, in mir ist und schreit. Was mache ich denn jetzt? Und ich bin so froh, dass auch Neville Goddard wieder eine Antwort hat für diese Art von Herangehensweise, wenn ich mich jetzt aufteile in innere Personen. Ich kann ja dann auch diese wunderbare Methode der Revision, also so erklärt das, glaube ich, heißt Revision. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt also Bewusstheit habe, auch über meine Scanner-Dasein, über meine Kindheit, dann gehe ich zurück, zum Beispiel zu irgendeinem Erlebnis. Du warst viele Monate meine Coachin, du kennst meine ganzen Geschichten. Ich gehe jetzt einfach zurück in einen Punkt, wo ich weiß, das hat mich ordentlich getriggert oder das hat mir wehgetan als Kind. Da war ich traurig, da war ich gekränkt. Und diese Szene läuft ja tausendmal ab. Also, oder in meinem ganzen Leben, wenn ich es zusammenkriege, wird rekreiert. Ja, genau, die wird immer mitgeschleift. Die und kommt dann immer wieder vor und dann realisiert sie sich. Ja, genau. Und jetzt mit dieser Methode der Revision gehe ich eben einfach, das klingt einfach, ja, oder ein bisschen simpel, aber es ist so, ich gehe zurück und denke mir, wie in einem Film oder in einer Szene von einem Buch, was ich selber schreibe, oder eine Geschichte, wie hätte ich es denn gern gehabt oder wie wäre es denn, wie würde sich das denn gut anfühlen, wenn ich jetzt sage, okay, ich spule jetzt auf Minute 1 dieser Episode und jetzt mache ich das und die Mutter sagt das oder tut das oder Vater sagt das und es ist optimal. Vater sagt zum Beispiel nicht zu mir, ja, du bist zu faul, deswegen wirst du es nie schaffen. Nein, er sagt zu mir, du bist die absolut intelligenteste junge Frau, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Und selbstverständlich wirst du alle Aufgaben in deinem Leben perfekt lösen. So, ja? Und das stelle ich jetzt einfach mal mir selber zur Verfügung. Und das drückst du deinem Unterbewusstsein, das eben auch diese ganzen Scanner-Informationen hat und du sagst, nö, weißt du was? Das war anders. Und schon
verändert sich alles, ja, was diesen Einfluss hatte oder auf was diese Situation einen Einfluss hatte. Ja, und das macht dann natürlich auch Sinn in dem gesamten System von Goddard, weil ja Bewusstsein alles ist. Und wenn ich ein Bewusstsein habe von einer vergangenen Szene und immer ein wiederholtes Bewusstsein dazu aufwärme, kann ich es ganz genauso gut umschreiben. Und dieses Ungeschriebene jetzt immer wieder aufzuwärmen. Und dann wird es auch wahr und real für mich. Dann wird es in der zukünftigen, outgepushten, rauskreierten Realität, ja, ist es einfach so, dass du eine bist, die von ihrem Vater im besten Licht gesehen wurde, ja, und unterstützt worden ist für deine menschliche Seite. Ja. Aber ja, für deine göttliche, heile, perfekte Seite ist es eigentlich... Da habe ich sie gar nie gebraucht, meine, ja, Eltern. Da ist es eigentlich völlig egal, weil, ja, du ja eh schon perfekt warst. Aber hier geht es immer um ein Jonglieren zwischen der Wahrheit und wie kriege ich die Wahrheit in mein System, in meinen Verstand, in meinen Körper, ja, so dass ich alles haben kann. Ja. Dass ich eben weiß, ich bin wirklich die, auch hier auf Erden, ich bin die, ja, die alles hat. Das ist ja genau das, was du am Anfang gesagt hast. Wie werde ich denn zu der Frau, die alles hat? Wie werde ich denn, wie kann ich das outpushen? Wie kann ich diese perfekte Frau, die ja in mir lebt, outpushen? Meine göttliche Frau ist ja perfekt. Die kann das tatsächlich. Also das ist, aber ich muss ja jetzt, das ist ja immer die alte Geschichte in allen Coachings, in allen Geschichten. Wie hole ich mein körperliches, mein Erdendasein, mein geprägtes Menschsein hier, wie bringe ich das in Übereinstimmung? Genau, und die Wahrheit ist halt, wir sind alle hier und insbesondere wir sind eigentlich schon immer die Frau gewesen, die alles hat. Und wenn wir jetzt alle Limitierungen, limitierenden Vorstellungen, limitierenden Überzeugungen ablegen, dann können wir neu anfangen? Ja. Können wir neue Sachen kreieren? Aber ja, dazu braucht es halt einen Haufen Einverständniserklärungen, ja, von unserem Verstand, dass wir erstmal einverstanden sind, anzunehmen und zu respektieren, dass wir in Wahrheit absolute Liebe, absolute Perfektion sind. Und dass alles andere, was unser Scanner abgelegt hat, dass das einfach Storys sind, Geschichten, Überzeugungen, die wir jetzt nochmal untersuchen dürfen und sagen, das bleiben muss gehen, das bleiben muss gehen. Ja? Genau. Und ja, damit einfach mal ein weißes Blatt herstellen. Ja. Also zumindest mal zu sagen, eigentlich bin ich ja ein weißes Blatt. Jetzt habe ich aber hier noch diese Scanner-Informationen und jedes Mal, wenn die sich auf mein weißes Blatt draufschreiben in einer Art und Weise, die ich nicht möchte, ja, werde ich sie, genau, wegradieren und ersetzen, das ist eben das Wichtige, mit etwas, mit dem, was die Wahrheit ist, mit dem, was ich haben möchte. Ja, genau. Und das ist der Job. Das ist der Job und das ist Arbeit. Also, oder, und es ist Arbeit. Es ist schöne Arbeit, aber es ist Arbeit. Und es bedarf, genau wie du sagst, Entscheidungen. Ich musste, ich kann immer nur von mir sprechen, ich musste eine Entscheidung treffen. Ich musste die Entscheidung treffen, dass ich das glaube. Ich glaube daran, dass alles Bewusstsein ist. Ich glaube daran, dass ich unglaublich viel Merkwürdiges gescannt habe, was nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube daran, dass ich es auch revidieren kann. Und dann geht es ja dahin. Ich meine, in dem Moment, wo ich auch erfolgreich sowas mal durchgespielt habe, wird es ja leichter. Dann habe ich ja eine Vorstellung, ach ja, stimmt, es ist, ich kann das revidieren. Das hat sich verändert. Ich fühle Dinge anders jetzt. Aber es ist wichtig, eben diese Erfahrung selbst zu machen. Also wirklich zu testen und zu ganz klar und zweifelsfrei zu erkennen und dann für immer zu wissen, oh ja, diese innere Welt, die ich mir abgescannt habe,
habe ich eins zu eins im Außen kreiert, erlebt. Wenn ich jetzt diese innere Welt verändere, sehe ich sofort Veränderungen im Außen. Das ist das A und O, dass ich das mal erlebt habe, dass ich mir erlaube, das zu erleben. Und, ja, und da ist es ja ein Segen, ne, mit diesem Goddard-Modell. Ja, weil jeder, der einmal sich nur überlegt hat, okay, schauen wir mal rückwirkend. Was habe ich gedacht? Was habe ich gefühlt? Wovon war ich überzeugt, bevor eine Situation eingetreten ist? Mhm. Und da ganz genau sehen, ui, das war ja schon vorher da. Mhm. Ich habe schon vorher damit gespielt. Ja, mit der Eventualität habe ich schon gespielt. Die habe ich schon bedient. Die habe ich schon kreiert. Und sie war in deinem Bewusstsein. Sie war in deinem Bewusstsein. Du hast es fokussiert, du hast es wahrgenommen. Oder das ist ein ganz interessantes Wort, als wahrgenommen. Als Wahrheit oder als Möglichkeit zumindest gedacht und dadurch holst du... Als mögliche Wahrheit wäre wahrscheinlich das Beste. Die mögliche Wahrheit, genau. Du hast damit gespielt und dann ist sie erschienen. Magic. Genau. Und das ist etwas, wo ich auch gesagt habe, oft, wenn es um meine Gesundheitsthemen ging zum Beispiel, ja, ich bitte, das kann ja nicht sein, dass ich das selber, ne, für möglich, ich bin doch nicht bescheuert, ich denke doch nicht, ich bin krank oder so. Oder, aber es ist so, das funktioniert ja über viele Gefühlsebenen. Also eine große Empfindung in meinem Leben, warum ich mich schon krank gemacht habe in der Vergangenheit, war Angst. Das ist ja nicht so nach dem Motto, dass ich mich mit der Krankheit an sich jetzt beschäftigt hätte oder gesagt habe, ja, das ist klar, das, sondern ich, oh Gott, ich hoffentlich nie sowas zum Beispiel. Oder, ja, und das weiß jeder ganz genau, dass es doch für eine mögliche Wahrheit hält. Ja, sonst müsstest du dich ja nicht damit befassen. So ist es, ja. Und wenn es für dich keine mögliche Wahrheit ist, dann denke ich auch nicht drüber nach, ja. Und das Wichtige ist, wenn es eben für mich auch nicht eine mögliche Wahrheit ist, dass ich die Frau bin, die alles hat, dann denke ich nicht drüber nach. Und das ist jetzt das Wichtige. Das muss zur inneren Gewissheit werden. Ich bin die Frau, die alles hat. Und da darf auch jede alles benutzen, um sich in so einen Zustand zu bringen. Genau, und jetzt war ich ja halt die Frau, die hauptsächlich Mängel hat. Sei es in Gesundheit, sei es in Beziehungen, sei es arbeitsmäßig, jobmäßig, finanziell. Habe ich mich wahrgenommen? Viele, 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 viele Jahre als die Frau, die Mängel hat, habe dementsprechend wahrgenommen und dementsprechend kreiert. Genau. Aber die göttliche Idee oder die Ursprungsidee, für die Leute, die das göttliche Wort noch nicht bereinigt haben, die Ursprungsidee ist auf jeden Fall gewesen, dass wir hierher kommen, um ein geiles Leben zu haben. Ja. Richtig klasse zu haben, uns verdammt nochmal alles zu genießen, alles zu erfahren, alles in höchster Freude zu erleben. Absolut, und da kommt wieder, da poppt immer meine Esther Hicks auf, die dann einfach ganz klar sagt, ihr seid hier, Freude ist Punkt 1, Liebe, ihr seid hier, um zu lieben. Und alles zu haben und zu genießen, was da ist. Das sind eigentlich die drei Punkte. Mehr gibt es nicht. Es gibt nur Freude, Liebe und Wünsche. Wünsche sind die Triebkraft des Lebens. Ohne Wünsche gäbe es das ganze Spiel nicht. Und besser ist es noch, ein Wunsch ist dazu da, um von dir outgepusht, realisiert, kreiert und manifestiert zu werden. Du stäbst ja gar nichts hier auf der Welt. Und das anzuerkennen, weil wir glauben ja ursprünglich meistens noch so, oh, der Wunsch ist da, oh mein Gott, jetzt macht er mich traurig. Ich will diesen Wunsch gar nicht betrachten, ich will mich gar nicht näher damit befassen, weil der Wunsch in Abwesenheit ist
Und das macht mich traurig, die Abwesenheit des Wunsches macht mich traurig. Und weil es mich traurig macht, möchte ich mit diesem Wunsch gar nichts zu tun haben. Bis ich verstehe, dass dieser Wunsch eigentlich nur hier ist, um von mir gesehen und anerkannt und realisiert wird und als, genau, als meins betrachtet wird. Und dann kommt der nächste Wunsch. Und dann kommt der nächste Wunsch. Es geht nicht darum, einen Wunsch zu erfüllen und dann ist einer fertig. Nein. Dann kommt das nächste. Und dann sagt man, ja, wunschlos glücklich, wir müssen noch wunschlos glücklich sein. Nein, ich glaube, das ist komplett umgekehrt. Wir müssen wunschvoll glücklich sein. Genau. Ja. Mit all diesen Wünschen und diese Wünsche betrachten wie Glücksgeschenke, dass uns wieder eine neue Idee gekommen ist, dass wieder ein neuer ja, Begeisterungspunkt in unserem Leben ist, wo einfach sagt, oh ja, das will ich machen. Das finde ich so, so toll. Da habe ich jetzt richtig Spaß dran. Und so ist heute eben auch entstanden, dass ich unbedingt jetzt ein Mastermind machen will mit The Woman Who Has It All. Die Frau, ja, die alles hat. Ja. Das begeistert mich, Frauen abzuholen und zu sagen, ja, genau. Jede von uns ist eigentlich die Frau, die alles hat, ja, wenn sie aufhört, die Frau zu sein, die mangelhaft ist. Genau. Und deswegen brauchen wir Frauen hier draußen, die Wünsche haben, ne? Frauen, weil das ist die Triebfeder. Das ist die Triebfeder. Das ist die absolute Triebfeder. Und wenn der Wunsch erstmal da ist, zu dieser Frau zu werden, die du sagst, die alles hat, das ist eine Entscheidung wiederum. Also ich entscheide mich dafür, meine Wünsche auch ernst zu nehmen, im Sinne von, das ist nicht irgendwie Larifari, sondern das ist der Sinn meines Lebens. Der Wunsch ist da, weil ich ihn verwirklichen soll. Mhm. Deswegen, ja, ist der Wunsch da und nicht, um mich traurig zu machen, weil ich ihn noch, genau, nicht verwirklicht habe. Genau, ja. Und schon alleine nur diese Perspektive zu haben, und dann gibt es natürlich noch 100.000 andere Perspektiven, die wir verändern dürfen, weil wir glauben ja dann, oh, die Frau, die alles hat, wie ist dann, ja, die wird sicher abgelehnt oder die ist sicher arrogant, die ist sicher hochnäsig, blablabla. Ach so, ja, ja, mein Gott, das sind dann ein paar Glaubenssätze unterwegs, aber Glaubenssätze. Da sind wir dazu da, um die erstmal zu entlarven, die kleinen Stinker, und sie zu berichtigen und zu revidieren, genau, und uns auf diesen Weg zu machen, diese Parasiten, ja, diese Parasiten, die von Generation zu Generation irgendwie weitergegeben worden sind und in unseren Scanner reingeschmissen worden sind, ja, die einfach mal aus der Gesellschaft auch, ja, auszumerzen. Und dazu braucht es halt jede einzelne Frau, die diese Paradigmen verändert und zeigt, hey, ich bin die Frau, die alles hat. Und zwar alles. Ja, ja. Und nicht, wenn ich deshalb kann ich vielleicht ein bisschen weniger von dem haben. Und wenn ich die Geschäftsfrau bin, dann kann ich ein bisschen weniger von Mutterschaft von, haben. Von oder? Mutterschaft, Familie haben. Wenn ich viel Geld verdiene, habe ich vielleicht weniger Freizeit und so weiter. Diese ganzen Regeln und alles, die sind nur, die greifen nur, wenn du sie zu deiner Regel machst. Ja, genau. Und wenn du sagst, wenn eine Frau das zum Beispiel erreicht für sich, und sei es auch immer nur auf dem Weg sein dahin, erreicht sie das für viele andere Frauen mit. Also, weil das Bewusstsein ist ja etwas, was größer ist als jetzt irgendwelche, wie soll ich sagen, sorry, das klingelt eine Weile, dann ist es wieder vorbei. Das ist der Wake-up-Call. Das ist der Wake-up-Call, genau. Ein Wunsch wartet. Nee, aber das Bewusstsein, man muss wirklich, also ich finde es wunderbar, eben mit so einem System, wie Gott das geschaffen hat, wenn ich auf die Ebene gehe, mit dieser Frau, die ihre Wünsche erfüllt sich, dann ist das eine ganz andere Geschichte, weil ich es immer für alle tue, weil dieses Bewusstsein ist tatsächlich ein World Wide Web. Ne? Also es ist, wenn ich da etwas drin richtig mache, ist es für alle richtig.
Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, erstens mal zu erkennen, und zwar jeder für sich auf seine Art und Weise. Und da bin ich eben auch so glücklich, dass jetzt du da bist, Susi, und dein ganzes Wissen nochmal dahinter packst und deine Worte, deine Bilder, deine Art und Weise der Erklärung. Ja. Weil jeder von uns tickt ein bisschen anders, jeder von uns hat andere Zugänge, sage ich jetzt mal, um ja. die Wahrheit in sich selber zu spüren, die ist ja schon da. Es geht ja nicht darum, irgendwie was Neues zu machen und zu fabrizieren, sondern es geht darin, einfach ganz tief zu wissen, so ist es. Ja. So und nicht anders. Ja. Ja. Und aus diesem Wissen und aus diesem Sein heraus lebe ich jetzt. Ja. Und da ist es jetzt einfach ganz klar, wirklich unsere Intention, unser Herzenswunsch, unsere Berufung, was auch immer, diese Message rauszubringen, Menschen, insbesondere Frauen, zu helfen, diese ganzen Beschränkungen, die einfach nicht da sein müssen, die kein Mensch braucht, locker und von ganzem Herzen hinter sich lassen zu können. Ja, das ist ja auch noch wichtig. Ja, und ich glaube auch, das ist jetzt wirklich so richtig. Ich habe selber so das Gefühl, es ist jetzt die Zeit reif. Das ist wirklich, und ich habe auch wirklich Lust, Frauen zu bestätigen, bestärken. Ich weiß es nicht, ihnen zu helfen klingt blöd. Es ist eher so, ich würde ihnen gerne erzählen, wie ich es gemacht habe, was ich bis jetzt erreicht habe. Ich habe was erreicht. Also es ist jetzt, ich kann guten Gewissen sagen, ich habe es gespürt, diese Wahrheit. Ich habe sie wahrgenommen. Ich habe so gut ich kann und gehe weiter diesen Weg. Es bleibt ein Weg. Aber das ist ja einfach so. Ich wusste es schon mal, bevor ich, oder beziehungsweise als ganz, ganz, ganz Mini-Embryo wusste ich alles. Dann haben sie es mir, also ne, dann habe ich das alles falsch eingescannt, dann habe ich ganz lange die gescannten Dokumente geglaubt, dann habe ich sie jetzt erkannt, jetzt bin ich am Umschreiben und jetzt erkenne ich die Wahrheit wieder. Und das würde ich sehr gerne mit anderen Frauen teilen, dass sie diesen Weg ganz schnell oder so schnell sie eben wollen und können und möchten, gehen. Weil, genau, dann kommen wir endlich dahin, wie es wirklich ist und in ein Leben, das sich gut anfühlt. Gut anfühlt, genau. Und das war ja ganz am Anfang, als ich vor über 2 Jahren my Well-Feeling angefangen habe. Ich dachte, eigentlich letztendlich geht es doch nur um das, ums Wohlfühlen. Absolut. Ich will mich einfach komplett wohlfühlen und dazu gehört eben auch, dass ich mich komplett richtig fühle. Ich kann mich nicht wohlfühlen, wenn ich mich noch ein bisschen falsch fühle. Wenn ich mich immer wieder in irgendeiner Perspektive falsch fühle, dann verdrängt es mein Wohlfühlen. Das Wohlfühlen kann nicht gleichzeitig mit falsch fühlen existieren. Ich hab ja immer ich befinde mich immer in einer gleichschwingenden Gefühlswelt. Und wenn die Gefühlswelt eben mir sagt, ich bin falsch oder irgendwas was verkehrt, dann ist Wohlfühlen einfach nicht angesagt. Dann fühle ich mich unwohl. Und wenn ich mich halt lange, lange, lange Zeit unwohl fühle, dann pushe ich Realitäten aus, die mich unwohl fühlen lassen. Die mich noch mehr unwohl fühlen lassen. Genau. Und wie gesagt, ich glaube, wir kommen hier zum Ende. Es gibt ganz viele Geschichten, auch von der Susi ihrem Weg jetzt noch. Und ihr merkt selber, wenn es eine kapiert hat, dann hat sie es kapiert. Und darum geht es, oder? Dass man immer wieder sich zurückholt und sagt, okay, ich weiß, was wahr ist und ich lasse mich nicht mehr beirren und ich gehe jetzt den Weg von einer Frau, die alles hat. Und wie gesagt, heute ist mir die Idee gekommen, es wird ein Mastermind geben von The Woman Who Has It All. Und bis das raus ist, gibt es jetzt noch Divine Mind, für das man sich jetzt noch anmelden kann, wo es wirklich um diesen
göttlichen Mindset geht in erster Linie, was die Basis davon ist. Und dann habt ihr natürlich noch alle die Möglichkeit, die Susi zu kontaktieren, bei ihr ein Coaching zu buchen, um mal zu sehen, wo stehe ich denn gerade? Was ist denn, wo kann ich denn von da, wo ich jetzt bin, wo geht's denn hin? Ja. Wie komme ich dorthin, wo ich eigentlich sein möchte? Und wie gesagt, die Entscheidung steht am Anfang und man muss in sich investieren. Man muss einfach, egal wie, Geld, Zeit, Aufwand, Achtung, alles in sich selber investieren. Weil wo soll ich es denn sonst investieren, wenn alles aus mir heraus sowieso kreiert wird? Also genau. Ich muss nichts anderes investieren als in meine Kreationskraft, in meine Divine Creation Power, dass ich der Master werde. Und das heißt nicht, dass man nie einen Fehler machen darf. Ja, geht ja eh nicht. Das heißt auch nicht, ja, aber du hast doch gesagt, so und so geht's. Wir sind immer Lernende, wir sind immer uns Ausdehnende, wir werden immer, ich finde, besser will ich gar nicht sagen, wir werden immer mehr zu dem, was wir wirklich sind. Ich glaube, das ist es. Ja. Wir werden immer mehr zu dieser Wahrheit, zu dieser Liebe, zu dieser perfekten Liebe, werden wir immer mehr. Und das ich ist eigentlich... Ich würde so weit gehen, Entschuldigung, mit der perfekten Liebe würde ich gerne dazu sagen, ich werde nicht nur zu dieser perfekten Liebe, sondern ich begreife, dass ich diese perfekte Liebe bin, war und immer sein werde. Selbst wenn ich mal einen Scheiß baue. Ganz genau. Perfektion hat nichts mit dem zu tun. Ganz genau. Das ist eben genau diese auch ein Punkt, wo ganz viele Perfektionisten auflaufen, weil sie Perfektion falsch auch definieren. Falsch gescannt. In ganz vielen Bedingungen gescannt. Aber sobald du Perfektion einfach bedingungslos als deine eigene Urwahrheit, aus deiner Herkunft, als dein wahres Sein plötzlich erkennst, ganze Druck raus. Entspannung. Komplette Entspannung, komplette Freiheit. Ja. Und Freude. Das ist der Weg und ich freue mich ganz, ganz riesig, vielen Frauen, Männern auch, die diese Wahrheit mitzuteilen und einfach zu sagen, okay, geht mal davon aus, dass es darum geht, dass alles schon da ist, dass eure Perfektion da ist, dass alle Wünsche, dass alles, was ihr habt, einfach schon mal da ist und fangt jetzt einfach mal nur an, das wegzuräumen. Was sich als falsche Wahrheit eingeschlichen hat, alias Lügen. Ja. Weil die Lügen, die tun ja so, als wären sie wahr. das ist ja die Hauptarbeit, die Entlarvung. Also ich sehe das ja so, dein Weg, den du so jetzt die 2 Jahre gegangen bist, oder wie soll man das sagen? Ja, mit deinem Well-Feeling, wie heißt es? My Well-Feeling. Das ist nämlich genau der Punkt. Erstens mal diese zwei Gefühlszustände, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an. Reicht. Du brauchst die Gefühle gar nicht näher zu spezifizieren, nur wohlfühlen, nicht wohlfühlen. Und wohlfühlen, Wahrheit, nicht wohlfühlen, Lüge. So einfach ist das. Und dann gibt es noch die andere Geschichte, dass das eben so eine Mischung ist aus Psychologie, das heißt ich als Scanner, dass ich rausfinde, welche falschen Informationen haben mich dazu gebracht, das oder das über mich zu glauben. Und Spiritualität, das hat eigentlich mit meinem göttlichen Kern gar nichts zu tun. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, meine eigene Göttlichkeit, ich weiß, viele haben Probleme mit dem Wort, dann nenn es deine eigene Perfektion, dein eigener Anteil am Gesamtbewusstsein oder, es schwirrt Wahrheit. Wahrheit, deine Macht. Diese zwei Dinge, diese Ohnmacht und die Macht, nimmst du wieder zusammen. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Und dann verstehe ich, das habe ich gemacht. Und dann verstehst du auch, was es heißen soll, es gibt keine Trennung. Oder wir leiden nur unter der Trennung. Ja, ja.
Ganz genau, aber das ist ja diese Sichtweise. Deswegen müssen wir es ja auch, oder das ist mein Weg. Ich möchte mein Göttliches und mein Weltliches zusammenbringen. Und dann bin ich die Frau, die alles hat. Und dann zeigten sich im Außen auch alle Dinge. Kann jede selber ausprobieren, mit kleinen Experimenten. Es ist wirklich machbar und spürbar. Und du weißt dann ganz schnell, stimmt, es ist wahr. Und wie gesagt, ob es ein Parkplatz ist oder ein Parkhaus, who cares? Oder ein Liebesbrief, der nie kam und dann kommt er doch plötzlich, weil du ihn für möglich hältst. Ja. Genau, oder eine Nachricht, ein Anruf oder ein Job, ein Angebot, was auch immer. Unerwartet, es ist alles da. Unerwartetes in Anführungsstrichen. Aber das Wichtige ist eben daran, diese Wünsche, wie wir vorher gesagt haben, erstmal aufs Papier zu bringen, ins Bewusstsein zu bringen, ins Bewusstsein zu bringen und sie auch dort lassen und sie nicht irgendwie als, ja, vielleicht für andere, aber für mich sicher nicht, auf aber die Seite zu drängen. Erlaubnis geben, man muss sich die Erlaubnis geben, Wünsche. Nicht nur zu haben, sondern dass das der Witz ist. Wünsche sind der Witz dieses Lebens. Genau, der Witz, das Lustige, die Freude, der Antrieb, alles. Aber die Wünsche sind eben, die ziehen mich, ja? Und der Mangel, der tritt mich in den Arsch. Ja. Und das ist halt nicht schön. Das ist halt scheiß unangenehm, wenn ich die ganze Zeit irgendeinen Arschtritt merke, weil da hinten der Mangel mich tritt. Ja. Aber wenn ich da vorne diese ganzen Wünsche habe und sage, I'm coming, ja, genau. ich komme, ich bin da und ich bin bereit, dich zu empfangen, du schöner Wunsch, hier ist Mami. Ja, genau. Ich halte dich für möglich, ich komme, ich halte dich so für möglich. Und ich habe dich super lieb und wow. Genau. Und das sind eben... Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise und die Frau, die alles hat, die denkt eben so wie eine Frau, die alles hat, die fühlt wie eine Frau, die alles hat und die handelt wie eine Frau, die alles hat. Und der Schwerpunkt ist tatsächlich aufs Denken, dass dieses automatische Denken so stattfindet wie von einer Frau, die alles hat. Genau. Und wir haben halt jetzt gerade noch viel andere Automatismen, die es gilt umzuschreiben und wo es halt auch eine Zeit braucht und das einfach Teil vom Spiel ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und deswegen ist es einfach super, in eine Mastermind zu gehen, wo dieser Fokus gehalten wird und wo man das halt macht, ja? Es ist einfach... Ich denke, es ist ganz einfach zu vergleichen mit einem, wie hat man da früher gesagt, als das noch möglich war? Da geht man in ein Retreat, man geht in ein Trainingslager, danke, das wollte ich sagen. Man geht in ein Trainingslager, auch mit anderen, um eben, ja, immer wieder sich das klar zu machen, okay, das war was Altes, jetzt kommt das Neue, wie kriege ich es zusammen? Und einen schönen Satz habe ich gehört in einem meiner mit dir stattfindenden Divine Creation Mastermind. Ich bin die Frau, die alles hat, aber nichts braucht. Das ist einfach ein ganz toller Satz. Aber das ist ja auch logisch, weil wenn ich alles habe, brauche ich ja nichts. Ja, genau. Das ist das, was du gerade mit dem Mangel und diesem Wunsch, der mich zieht, oder der Mangel, der mich hinten hält. Wenn ich immer brauche, ja, dann hält mich der Mangel hinten. Wenn ich aber die bin, die alles hat, dann zieht mich der Wunsch nach vorne. Und das ist genau dieser Weg, den man üben muss, weil wir es anders gelernt haben. Aber es geht, man kann es lernen. Man kann es lernen, man darf einfach nie aufgeben. Man darf nie aufgeben. Ja. Und man muss auch bereit sein, einfach diesen Lifestyle einfach für sich anzunehmen, ja, und nicht zu glauben, dass jetzt hier das von heute auf morgen quasi in einer wundersamen Transformation
nachhaltig funktioniert, sondern das sind ganz viele Transformationen, die wundersam funktionieren. Aber ja, das sind ganz viele. Es ist nicht ein Big Bang oder was weiß ich nicht was, sondern es sind ganz viele Big Bangs auf diesem Weg. Es gibt immer wieder Big Bangs. Und es immer, gibt oder? Kleine Bams. Big Bam oder Big Bang, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es immer wieder so, und es wird auch nie aufhören. Aber wenn wir im Kopf haben, die wundersame Transformation von jetzt in die Zukunft, die passiert vielleicht, wenn du dir das vorstellst, mit deiner Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Mit deiner Entscheidung für dich zu gehen, weil du alles bist, was du hast und weil du alles kreierst, was du jemals haben könntest. Also ist es eigentlich ein No-Brainer zu sagen, ich investiere in mich, weil ich bin's halt. Ich bin ja alles. Ich bin ja alles und ich soll auch alles für mich sein. Und das bedeutet eben auch diese neue Klarheit und Perspektive, um da weiterzugehen. Und wir sprechen jetzt ganz viel und immer mehr darüber, damit es sich in die Köpfe einkommt, dass es eben nicht so ist, dass es ein Tool gibt oder dass es eine Formel gibt oder es gibt deine Formel. Es gibt dich. Es gibt für jeden seine Formel. Jeder hat eine individuelle, das ist die Individualität, ja? Und wenn wir alle versuchen, irgendwie nach einer Formel zu lechzen und zu sagen, oh ja, da muss eine Formel und die gibt mir einer. Nein, 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 nein. Die Wahrheit ist, du bist hier, um deine Formel zu entwickeln. Deine. Ja. Es ist ja der Witz, also am Anfang haben wir es, glaube ich, schon gesagt, ich bin ja alles. Also ich arbeite im Grunde mit mir selber. Ich arbeite einfach mit mir selber. Und ich bin alles und am Ende des Weges weiß ich es auch so langsam. Also man kriegt es immer mehr und mehr mit. Stimmt, es ist alles aus mir. Und so... Ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Ja, genau. Und so können wir es uns leicht machen, dass wir wirklich diese Dinge einfach glauben, die Wahrheit sind und nicht mehr versuchen, irgendwie zu argumentieren und versuchen, nicht irgendwie gut genug zu sein, sondern einfach anzunehmen, okay, alles klar, alles ist perfekt an mir und jetzt darf ich diese wunderbare Perfektion hier auf Erden ausleben mit diesem wunderschönen Körper, der mir gegeben worden ist, mit den wunderschönen Fähigkeiten, die ich habe, darf ich alles bedingungslos und einschränkungslos jetzt mal leben. Genau, outpushen. Outpushen, generieren, im Inneren kreieren. Ja. Und wenn ich das anerkenne, dass ich nichts anderes tun muss, wirklich nichts anderes, dann habe ich, glaube ich, die Leichtigkeit gefunden, die so viele Menschen suchen. Ja. Und zwar auch noch mit Bedingungen irgendwie versuchen, ja, wenn ich viel Geld habe, dann kann das Leben leicht werden. Ja, wenn ich mein Traumhaus habe, dann kann das Leben leicht werden. Wenn ich gesund bin, das ist ja auch eins von den Schwierigen, wenn ich gesund bin, dann darf das Leben leicht sein und so weiter und so fort. Und wir sind einfach hier und helfen den Menschen, die sagen, okay, das, was die sagen, ist eigentlich das, was ich schon lange in mir tief gespürt habe, weil ich glaube, wenn du bereit bist, spürst du das. Wenn du bereit bist für die Message, wenn du bereit bist für die Wahrheit, wenn du die Wahrheit hören kannst, dann merkst du, oh ja, da ist es, da ist was dran, das zieht mich, ja. Und für die Leute, kontaktiert uns und wir freuen uns riesig auf das, was da kommt. Es wird alles outgepusht. Erst ist es im Inneren da, dann kommt es klar und ich freue mich echt auf zwei Sachen, ganz, ganz speziell, drei Sachen. Auf Aldi Master, auf Divine Creation, alle Ladies, die jetzt aus dem Mastermind rauskommen und dann freue ich mich auf, hoffentlich, aber ich freue mich einfach drauf,
auf diesen großartigen Burning Woman Retreat in Portugal. Der wird outgepusht. Da gibt es kein Halten. Und dann freue ich mich tatsächlich auf dieses Mastermind, wo ich noch nicht ganz genau weiß, aber The Woman Who Has It All, da habe ich so Bock drauf, mit einer Riesengruppe von Frauen The Woman Who Has It All rauszupushen. Genau. Oder? Das ist die Keimzelle dann, ja. Das ist die Keimzelle. Also ihr Lieben, jetzt haben wir doch wieder eine Stunde gequatscht, aber das ist halt, ja, ist so. Wenn so viel raus muss in die Welt, dann kommt es raus. Genau. Dann verabschieden wir uns mal. Susi, tschüssi, ihr Lieben. Tschüss.